Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch eine für das Finden günstiger Fahrpreise sehr elementare Funktion der DB-Fahrplanauskunft bzw. des DB-Navigators und damit den Zuggattungstrick. Dieser Spartrick hat den Hintergrund, dass die DB-Fahrplanauskunft bei den Standardeinstellungen immer die schnellsten Verbindungen angibt und nicht unbedingt die preiswertesten. Dies ist eventuell sogar dann noch der Fall, wenn man den Haken bei unsere Bestpreise anzeigen setzt. Auch sind Verbindungen ohne ICE oftmals günstiger als Verbindungen mit ICE-Nutzung, da es für ICE-Verbindungen weniger preiswerte Fahrpreise gibt. Auch ist der Intercity auf manchen Relationen nur unwesentlich langsamer als der ICE. Dies ermöglicht das Filtern nach Fahrten ohne ICE bei der DB-Fahrplanauskunft. Wenn wir nun beispielsweise nach einer Verbindung von München nach Frankfurt suchen, und zwar morgen um 7 Uhr, dann spuckt uns die DB auch ohne das Häkchen unsere Bestpreise anzeigen folgende Verbindungen aus. Die günstigste Fahrt ist hier für 37,40 € erhältlich. Klicken wir nun auf Weitere Angaben ändern, kommen wir in dieses Feld, wo wir abermals auf Erweiterte Verkehrsmittelauswahl klicken müssen. Nun sehen wir die Verkehrsmittel, die uns zur Verfügung stehen. Dort entfernen wir das Häkchen für den ICE, sodass uns nur noch Verbindungen ohne Nutzung eines ICEs angezeigt werden. Wenn wir jetzt weitersuchen, so erhalten wir Verbindungen, die rund 40 Minuten länger dauern, jedoch für bereits 23,90 € erhältlich sind. Die Zuggattung könnt ihr übrigens auch im DB-Navigator mit dem Klick auf Optionen vor der Suche einer Verbindung filtern. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Wir sehen uns in einem anderen Video. Bis dahin, auf Wiedersehen.